Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiru hier. Und heute tun wir es, heute erwecken wir Vegeta und Goku zu TOR-Form, zum Super Saiyan. Und dann ganz rauf zu der LR-Version. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen direkt erstmal nebenbei los. Denn danach werden wir auch ganz klar das Team von ihm und die Charaktere selbst anschauen und auch showcasen. Aber zuvor, Leute. Erste Stufe. Erst Awakening. Dafür brauchen wir die 35 Medaillen vom neuen Super Vegito Event, von seinem Dokkan Event. Ich würde sagen, let's go. Let's go. An der Stelle muss ich ehrlich sagen auch, ich finde das Artwork von der TOR-Version, was wir gleich sehen werden, ist 1A. Das ist wirklich spitze. Das ist. Also, das Artwork hat es in sich. Als ich das Artwork zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre das LR-Artwork. Also ich finde dieses Artwork wirklich sehr genial. An der Stelle gib mir kurz Zeit, ich tue ihn Max Leveln und dann tun wir ihn auf die nächste Stufe awaken. Bis gleich. So, und da sind die zwei Jungs auch schon auf Max Level, Max SA waren sie schon quasi. Jetzt brauchen wir weitere 35 Vegito-Medaille vom neuen Event und 35 von dem physischen Vegito-Event. Dann werden es zum LR-Status. Let's go, let's go. Boom! Auf geht's zum LR-Status. An der Stelle also wirklich die Idee dahinter, das ist immer noch erste Sahne. Also Charaktere sind brutal. Können nicht darüber streiten, wie die Charaktere sind. Das Artwork ist echt insane auch, muss ich sagen, an der Stelle. Also ich müsste mich echt streiten. Aber egal, nein, nein. LR. LR. Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta, quasi LR Super Vegito. Lass mich hier sie an der Stelle, Leute, Max 7, Max Super Deck bringen. Und dann werden wir sie natürlich uns genauer anschauen, die Karte, und die Karte mit dem Team demonstrieren. Bis gleich. Alles klar, Leute, an der Stelle sind sie auf SE20 Max Level. Diese Charaktere sind wirklich insane. Diejenigen, die es noch nicht wissen, was können sie überhaupt, ihr Leader Skill, sie geben der Kategorie Protara Ki plus 3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130%, oder sie geben Int-Charakteren Ki plus 3 auf HP, Attack und F 90%. Ja. Sie haben zwei Ultis, wie gesagt, einmal Colossal Damage, einmal Mega Colossal Damage. Die Mega Colossal Damage, die zweite Ulti, erhält zudem noch den Angriff für eine Runde. Passive. Die Passive ist folgendermaßen: At Start of Turn bekommen sie auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%, haben sie immer fix. Und pro Rainbow Key, den sie einsammeln, bekommen sie Key plus 2. Zudem, wenn die Bedingungen stimmen, vollführen sie die Protara-Fusion. Was sind die Bedingungen? Ab jeder sechsten Runde ab jeder sechsten Runde von einem Event, wenn die HP einmalig unter 50% fallen, fusionieren sie sich. Dabei ändern sich Charaktere, sie sind dann nicht mehr LR Super Saiyan Goku und Vegeta, sondern werden zu LR Super Vegito. An der Stelle gibt es diesen orangen Button hier. Ich finde das wirklich sehr geil, dass sie das integriert haben. Wenn wir einmal draufklicken, können wir dann quasi das Artwork ändern und die ganzen Beschreibungen. Und sie tun dann so regenbogenfarbig quasi, beziehungsweise sie leuchten auf, sagen wir es so. Sie tun dann aufleuchten, das was aufleuchtet zeigt uns an, was sich geändert hat. Zumal die Ultis an sich, es sind zwei neue Ultis. Und die Ultra Super Attack erhöht dann Angriff von den Verbündeten, die nach dem Angriff folgen, für eine Runde um 30%. Und ganz klar, Pass ändert sich auch. Einmalig quasi tun sie dann ganze HP healen, wenn, nachdem sie fusioniert haben. Sie bekommen auf den Angriff und auf die Verteidigung 150%. Pro Key, den sie einsammeln, bekommen sie Key plus 3. Und zusätzlich ist die Konterfunktion jetzt dabei. Heißt, Auto-Attacks werden gekontert mit Tremendous Power. Genau, und zwei Links jetzt kommen noch dazu. Das Power Best auch bei Gott. Und einmal Fuse Fighter. Also ich finde das, das finde ich wirklich sehr geil. Dieser Button hier. Wir können hin und her switchen. Das hat wirklich was Geiles. Aber gucken wir mal sein Team an. Mein Team an. Mein Team sieht so aus. Ich habe dann quasi meine ganzen Portara-Kategorie-Charaktere reingebombt. Ich finde das Team an sich wirklich sehr geil. Der neue Strength Flow, Sengoku Black, Fusion Samas auf der rechten Seite, die Villains auf der linken, die Heroes. Ich habe kein Tech Vegito Blue, also ist mein physisch Vegito Blue drin. Ich habe ein AGL Vegito. Ihn könnt ihr natürlich auch reintun, weil die LR-Karten heißen anfangs LR Super Sengoku und Vegeta, heißt
Sie heißt nicht Super Vegito, deswegen könnt ihr beide in einem Team tun, das wäre gar kein Problem. Aber ich habe an der Stelle Super Vegito nicht drin, weil er bei mir SR1 ist. Ich könnte ihn trotzdem reintun, würde auch jedem empfehlen, eigentlich wegen den Kontern, auch wenn er SR1 ist. Aber ich habe da lieber My Girl Kalifla drin. Kalifla sage ich, Kefla. Kefla, sie ist bei mir SR10, hat einen Dupe offen, deswegen rein mit ihr. Und dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Gehen im Dokken-Event natürlich in das Dokken, in sein Dokken-Event und gucken mal, wie er sich gegen sich selbst macht. Anyways, bis gleich. Okay, an der Stelle schauen wir uns auf jeden Fall mal die Informationen des Dokken-Events an, auf was wir da achten müssen. Es einmal zwei Stages, beziehungsweise eine Stage, zwei Schwierigkeitsstufen, um es genau zu sagen. Einmal sie hat einmal Super 2, die Medaillen droppen auf sie hat 3 bis 6 Mal, auf Super 2 7 Mal. Sie haben eine Damage Reduction Skill, heißt sie bekommen weniger Schaden, machen im Umkehrschluss mehr Schaden. Zudem in der vierten Runde kann man sie weder zielen, stunnen, noch Angriff, noch die Verteidigung senken. Darauf sollte man echt aufpassen. Aber auf der anderen Seite ist das Event Kämpfenweg durchgehend gegen den Int-Typus. Heißt, es wäre auf jeden Fall zu empfehlen, ein Physisch-Team, sei es super physisch, extrem physisch oder eines eurer Teams, sei es Heroes, Villains, Kategorie-Team, das auf jeden Fall physisch-type-lastig ist. Ja, es sind vier Runden, wie gesagt. In der allerersten Runde Kämpfen Baseform bis hin zu LR-Form, zu Fusion. Wir brauchen von den neuen Vegito-Medaillen 35 Stück, um sie auf die Transcendent Ultra-Version zu bringen. Weitere 35 von den neuen Super-Vegito-Medaillen und weitere 35 von den alten, wie wir gerade gesehen haben, um sie auf die LR-Stufe zu bringen. An der Stelle aber auch ganz wichtig, und zwar macht jeder Kid Buu sorgt dafür, jeder Charakter Kid Buu, dass die Passive annulliert wird und jeder Kid Buu macht dann mehr Schaden. Heißt, wenn ihr quasi Kid Buus in eure Team einbauen könnt, macht das auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Kampf mit dem Team Showcase zum Potara-Team, zum Team von LR Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta, um es kurz zu sagen, LR Super Vegito. Bis gleich. Alles klar, und wir sind schon auf der Stage, auf Super 2 natürlich, gegen... Gegen unseren Boy Super Vegito. Ich muss immer darauf achten, dass sie nicht verwechseln, Gogeta und Vegito. Wir haben schon unsere beiden LRs in einer Rotation. Beide haben ihre Ultra Super Attack, die sie gleich uns demonstrieren werden. Also die Attacke finde ich wirklich sehr nice. Schönes Tag Team, kommt die Genki Dama hinterher, quasi die Szene gegen Kid Buu eigentlich. Kid Buu, ja. Also mehr oder weniger. Ja, Vegeta hat ja da ein bisschen vorgesorgt, bisschen gegen Kid Buu auf Trab gehalten, gegen ihn gekämpft und Goku hat dann die Genki Dama abgefeuert. Genau, so viel dazu. Wir sehen schon, wir sind schon in der zweiten Runde. Also das Team hat auf jeden Fall in sich, also wirklich. Nicht nur der Fakt, Moment, dass ihr zum Beispiel, schaut euch mal unsere HP an. Was? 467.000 HP. Die Charaktere bekommen 170% auf den Angriff und auf die Verteidigung. Verteidigung nicht, auf Angriff und auf die HP und auf die Verteidigung 130%. Hier stellt sich halt die Frage, in so einem Team, werden sie sich überhaupt nach der sechsten Runde fusionieren? Wenn, weil, wird die HP mal auf unter 50% fallen? Bei diesen Boots müssen wir mal gucken, wie das ist. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das wirklich eine neue Transformationstechnik, ist wirklich sehr, sehr gut. Denn im Prinzip war das der allerletzte Ausweg, die Fusion. Die Goku und Vegeta hatten, sei es als Gogeta oder beziehungsweise gegen Janemba oder Kid Buu oder ja Buhan, das war keine Chance, das war ihr letzter Ausweg und deswegen finde ich es gut, dass die Mechanik nicht immer droppt, sondern dass man halt drauf nicht, ich will nicht sagen, dass man drauf arbeiten muss, denn das ist im Prinzip nicht, an der Stelle will ich mal gucken, ob wir die erste Ulti hinbekommen, sondern, ja, kriegen wir nice, sondern es ist eben ganz einfach der letzte Ausweg und das sollte, also meiner Meinung nach, nicht so oft passieren. Deswegen finde ich das gut nach der sechsten Runde. Also ein Kampf muss auf jeden Fall lang dauern und dann muss auch die HP 50% und drunter sein, dass es überhaupt aktiviert. Finde ich echt gut geregelt. Wie findet ihr das? Könnt mich gerne wissen lassen in den Kommentaren. Aber auf der anderen Seite halt, passiert das überhaupt? Mal gucken, ob das Ganze hier passiert, weil mit den Boosts ist es auf jeden Fall schwierig. Gucken wir mal, aber ja, wir haben Gott sei Dank zweimal Typenvorteil. Heißt, wir machen das Ganze mal so. Zack. Gehen wir Kefla die ganzen physisch mit Orbs. Medaillen wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Events dann schwieriger werden. Das hat das an Dokkan fehlt. Die Charaktere werden immer besser und besser und besser. Aber die Events. Ich meine, gut, dieses Event hier ist nicht zu unterschätzen. Es ist echt ein, also, es ist echt ein forderndes Event. Leicht ist es nicht. Ich sag's mal so: leicht ist es nicht. Es ist machbar mit dem richtigen Team. Aber wir werden gleich sehen in der allerletzten Runde.
Da machen sie auf jeden Fall sehr viel Schaden. Wir können sie dann weder Ziel noch Stun noch Angriff noch Verteidigung senken. Und wenn dann da nicht vieles stimmt, also Typenvorteil und so weiter und so fort, dann kann es echt böse enden auf jeden Fall. Aber das werden wir dann gleich sehen. So. An der Stelle werde ich das Ganze. Ich mache das Ganze jetzt mal so, okay? Don't mind me. Ich würde das eigentlich nie machen. Ich würde das wirklich nie machen. Nur Fusion Zamasu hat Typennachteil. Und deswegen soll er mal angegriffen werden, damit wir unter 50% kommen. Damit wir auch in dem Teamschock sehen, dass sie sich fusionieren. Aber. Oh, da bekommen wir Ulti, sehr gut. Beziehungsweise hoffentlich überlebe ich das. Mal gucken wir mal. Aber normalerweise würde ich ihn nie dahin stellen. Also wirklich, das ist jetzt nur wegen der Demonstration. 134.000, okay. Naja, dann sollten wir unter 50% zumindest sein, Gott sei Dank. Aber ich meine, mein Gott. Also entweder macht man das selbst oder es triggert halt irgendwann. Klar, im Boss-Rush und so ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich das Ganze triggert, dass sich fusionieren. In dem Event eigentlich auch. Ja, also wirklich, unterschätze es jetzt nicht. Vor allem die Runde hier bekommen wir sehr viel Schaden. Aber ich habe es jetzt quasi vorbereitet, damit ihr das auch im Video habt. Ja, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Let's go! Unser Gegner ist fusioniert. Werden wir es tun. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind noch nicht unter 50%. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum wir uns nicht fusioniert haben. Aber wir sind noch nicht unter 50% HP. Heißt, an der Stelle machen wir das Ganze mal so. Oh, ups. Naja, macht nichts. Also, wie gesagt, ab der Stelle. Wir können weder ziehen, noch sonnen, noch seinen Angriff, noch die Verteidigung senken. Aber. Nicht aber. Sondern. Beziehungsweise und plus. Er hat noch übertrieben viel HP. Sehr viele HP-Balken. Das haben wir gerade gesehen. Sehen wir also. Pfuh. Und wir sehen schon, wir machen nicht mehr so viel Schaden. Unser Gegner greift uns an. Okay, interessant. Ist das gegen die Jungs? Ja. Ah, die Ulti sieht geil aus. Das sollen wir aber auch sehen. Das ist cool. Wir wollen uns auch fusionieren. Ja, danach fusionieren wir uns, wenn unser anderer LR reinkommt. Let's go, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich an die Fusion gespannt. Aber wir sehen schon, er macht wirklich weitaus mehr Schaden ab der letzten Runde. Da muss man schon aufpassen, auf jeden Fall. Und jetzt. Die Animation ist so geil. Boom. Ab der Stelle haben wir dann die neue Karte, wie wir vorhin gesehen haben. Sie hat andere Link-Skills, andere Ulti, andere Passive und so weiter und so fort. Und an der Stelle Müll. Müll, dass Fusion Zamasu in der Rotation ist. Mich stört das echt, wenn ich ehrlich bin, dass er da ist, weil er dann eben quasi unseren Angriff senkt. Macht nichts, wir werden trotzdem viel angefahren, aber es ist dann quasi, wenn wir uns ehrlich sind, nicht optimal. Hier kommen die Konter rein. Let's go. Und die Ulti von uns, die Ultra Super Attack. Wirklich sehr schön. Und danach kommt noch eine Boom. Final Kamehameha. Sehr cool, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Zack, Konter raus. Das ist halt ein LR Super Vegito mit 150% und 150% auf Angriff und Verteidigung. Heißt, seine Konter, sein Angriff ist einfach nur GG. Und boom. Richtig geil, Leute. Echt cool. Wie gesagt, so sieht das Team zu ihm aus. Ja, sein Awakening Team Showcase von dem LR Super Saiyan Goku, LR Super Saiyan Vegeta, kurz gesagt LR Super Vegito. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen, Leute. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Falls ihr noch pullt bei den Bändern, wünsche ich euch auf jeden Fall noch sehr viel Glück und wünsche euch auf jeden Fall auch den ein oder anderen LR Pull. An der Stelle, wie gesagt, Leute, lasst kurz die Medaillen zeigen. Sie sehen so aus. Das war unser Team. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.